Hallo, ich bin Vera Krümmer und ich erzähle euch jetzt was über das Seminar Deconstructing Heroism, das ich im Wintersemester zusammen mit Stefan Truby geben werde. Der westliche Architekturdiskurs und die Praxis werden bis heute von Geniekult und Architekturheroismus geprägt. Der Architekturkanon suggeriert aber, es gäbe nur die eine Erzählung und weist damit sowohl durch die Überhöhung einzelner Star-Architects als auch durch die Unsichtbarmachung anderer ArchitektInnen große Lücken auf. Die werden stetig verfestigt und reproduziert. Und dieses Seminar möchte die Lücken aufspüren und sich kritisch mit den Strukturen auseinandersetzen, die sie produziert und reproduziert haben und das bis heute tun. Wir wollen ausgewählte Heroes und Star-Architects von den 1920er Jahren bis heute untersuchen und ihre Tätigkeiten jenseits des Geniekults beleuchten. Gleichzeitig sollen die unsichtbaren ArchitektInnen hinter ihren Gebäuden sichtbar gemacht und ihr Zutun zum Werk der Heroes untersucht werden. Die meisten Seminarstunden widmen sich jeweils einem oder mehreren Heroes, ihren unbekannten MitarbeiterInnen, PartnerInnen oder GegenspielerInnen. Die Heroes wollen wir einordnen, abwägen, miteinander vergleichen und in Teilen dekonstruieren. Als theoretischen Überbau des Seminars fragen wir uns, was allen Heroes gemeinsam ist und wie sie in ihre Position kommen konnten. Strukturelle Fragen und intersektionale Ansätze in der Architektur sind also der rote Faden, der sich durch das Seminar zieht. Vor dem Hintergrund von ökologischen, feministischen und queeren sowie postkolonialen und dekolonialen Zugängen wollen wir Machtverhältnisse in der Architektur diskutieren und uns fragen, wie eine zukunftsfähige Architekturtheorie und Praxis aussehen kann. Jetzt kommt noch kurz was zum Ablauf. Das Seminar startet am 26. Oktober mit einer Einführungsveranstaltung. Danach ist es in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil umfasst vier Sitzungen zu Strukturfragen, in denen wir Architektur vor dem Hintergrund der bereits erwähnten Zugänge Patriarchat, Kolonialismus und Dekolonialismus und Ökologie betrachten wollen. Im zweiten Teil gibt es acht Sitzungen zur Dekonstruktion ausgewählter Star-Architects. Und schließlich wollen wir am 8. Februar in einer Abschlussdiskussion Ausblicke für unsere eigene Praxis finden. Das Seminar kann sowohl im Bachelor als auch im Master belegt werden. Ich freue mich auf euch. Herzlich willkommen zur Kooperation IGMA X IBK2, Pavilionism, Design Build und Temporary Eternal. Die Kollaboration zwischen dem IGMA und dem IBK2 ist ein größeres Projekt, das sich über zwei Semester hinzieht, von denen man die Semester auch einzeln buchen kann. Zu den Formalitäten mehr am Schluss dieses Videos. Und die Kollaboration zielt darauf ab, eine Art Festival der Architektur im Stadtgarten zu veranstalten. Das Ganze soll Teil des IBA 27 Sommerfestivals 2023 werden und im Juni eröffnet werden. Und wir wollen sowohl wandelbare Bauten wie Ereignisse mit euch konzipieren, planen und produzieren über die zwei Semester. Und was das genau heißt, welche Fragen wir damit stellen wollen, wie wir auch den Ort des Stadtgartens kritisch betrachten und reflektieren wollen, werden euch gleich meine drei Kollegen hier weiter erzählen. Das sind Leo Herrmann vom IGMA, Piotr Fabiakiewicz vom IBK2 und Philipp Küpe vom IGMA. Und ich würde sehr gerne Piotr das Wort geben. Das kann man ja rausschneiden. Hi. Also, wie Sandra schon gesagt hat, im kommenden Wintersemester möchten wir mit euch mit einem konkreten Ziel innovative Pavillons für die Stadtgärten entwerfen und realisieren. Und durch diese inspirierende Kooperation mit IGMA
sollen die Studierenden durch einen Entwicklungsprozess von der Konzeption zu realisierbaren technisch sinnvollen Strukturen für die Öffentlichkeit geleitet werden. Pavillonism, der Titel des Entwurfsprojekts, führt zum Thema der temporären Architektur. Architektur, die einerseits als einem Konzentrat von Konzept, Materialität, Nutzung oder der Form besteht, andererseits einen ephemeren Charakter besitzt, in dem die Lebensdauer auf ein einziges Event beschränkt sein kann. Eine Chance besteht in der Temporalität, einfache Anpassung, Transport, modulare Konstruktion sind einige der Vorteile. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum machen wir einen Pavillon? Das ist irgendwie kein ganz neues Thema. Ihr habt sicher schon an Pavillons mitgearbeitet oder zumindest welche besucht. Und es gibt immer so diese Behauptung, dass das hinge zusammen mit so einer Festivalisierung der Stadtpolitik, wie das in den 1990er Jahren mal formuliert wurde. Oder mit so einer Art Kulturalisierung von Architektur. Also man hat eigentlich mit dem Baugeschehen im Großen gar nicht mehr so viel zu tun und muss sich jetzt auf solche Kleinigkeiten da beschränken. Wir hatten kürzlich Jan de Filder mal zu Gast bei einer Veranstaltung und der hat gesagt, Pavillons sind für ihn die langweiligste Bauaufgabe, weil man wird irgendwie zu so einer Art Bekenntnis oder Statement gezwungen, aber das Ding ist überhaupt nicht Nütze zu irgendwas. Aber aus unserer Sicht gibt es schon so ein paar Dinge, die wirklich interessant sind als Pavillon, an Pavillons. Also man kann zum einen auch aktuell sehen, dass die sich sehr gut eignen, um so Orte oder Kristallisationspunkte für gewissermaßen Anti-Institutionen zu schaffen. Also in Berlin gibt es im Augenblick die Floating University. Auch in den 1960er, 70er Jahren im Rahmen der Studierendenproteste sind allerorten so Pavillons, oft so Inflatables, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten entstanden, in Stanford oder in Columbia. Und auch der Stadtgarten, an dem wir das Ganze planen wollen, ist ein sehr interessanter Ort. Gerade historisch ist das mit der Garnisonskirche, der Gewerbehalle und dem Völkerkundemuseum, dem heutigen Lindenmuseum. Zwei von den drei Gebäuden stehen überhaupt nicht mehr. Sehr interessant, dass sozusagen der Ort, wo diese Kaiserzeit in Stuttgart mit ihrem Kolonialismus, ihrem Imperialismus einmal sichtbar war. Ne? Das sind Spuren, die irgendwie kaum mehr vorhanden sind und mit denen wollen wir uns im Rahmen von dem Semester oder von den beiden Semestern natürlich auch auseinandersetzen. Das heißt, dieses Entwurfsverfahren, dieser Prozess wird uns dann zu so Fragen über das Verhältnis von Gebäude und Institutionen führen, von Nutzung und Struktur, von Funktion und Repräsentation, alles sehr wichtige, also hochrelevante Themen, die wir mit diesem Pavillonentwurf gerne berühren wollen und mit euch diskutieren. Ja, das Ganze wird, wie gesagt, in mehreren gekoppelten Veranstaltungen aufgezogen. Und zwar beginnen wir das erste Semester mit einer Konzeptions- und auch schon teilweise Produktionsphase, zumindest gegen Ende hin mit einem Entwurf, der jeweils zur Hälfte aus TeilnehmerInnen besteht, die sich am ICMA eingeschrieben haben und TeilnehmerInnen, die sich am IBK2 eingeschrieben haben. Das bedeutet also, ihr könnt euch sowohl übers ICMA wie übers IBK2 einschreiben. Und dazu begleitend gibt es ein Seminar, das ist eine Pflichtveranstaltung für die Entwurfsteilnehmerinnen. Das ist aber auch weiteren interessierten StudentInnen zugänglich. Dazu werden Philipp Krüppe und ich euch im Nachgang an diesen ersten Teil gleich noch etwas weiter erläutern. Vielleicht ganz grundsätzlich zur Struktur des Semesters im Entwurf. Wir werden, wie gesagt, uns erstmal grundsätzliche Fragen zu historischen Hintergründen des Pavillonbaus, auch zum Ort des Stadtgartens beschäftigen. Wir werden uns mit Fragen der Szenografie beschäftigen, aber auch ganz kritisch mit Fragen von Partizipation und Teilhabe. Und dann werden verschiedene Aufgaben an euch herangetragen, um dann über dieses Semester hinweg idealerweise in Gruppen arbeiten, also
Falls ihr bereits Gruppen habt, bitte gerne auch in Gruppen schon anmelden. Das würden wir grundsätzlich befürworten. Dann werden Gruppen ausgewählt im Laufe des Semesters drei, deren Projekte wir weiter verfolgen möchten, um dann im zweiten Semester, im Frühjahrssemester zur Umsetzung zu finden. Und wie gesagt, das Ganze hat dann auch eine größere Öffentlichkeit im Rahmen des IBA 27 Festivals. Das ist mit großen Feierlichkeiten verbunden und das Tolle ist eben, es kann gebaut werden oder auch nicht. Ja, es darf auch ein performatives Projekt sein. Das wollen wir hier nochmal betonen, weil es geht auch um die Frage, warum bauen wir überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts. Gut, das wäre der erste Teil zum Entwurf. Ich frage kurz, gibt es noch was zu ergänzen? Ich würde gerne sagen etwas über die Themen, die wir bei dem Entwurf gerne, an welchen, die wir uns bei dem Entwurf gerne fokussieren werden. Also wir fokussieren uns an IBK2 immer mit Baukonstruktion und mit der Art, wie es gebaut sei, wird, auch in der Zukunft. Nachhaltigkeitsaspekte sind für uns extrem wichtig. Weil in einer Zeit der galoppierenden globalen Erwärmung und extremer Wetterbedingungen, die durch die CO2-Emissionen verursacht werden, die auch durch die Bauindustrie im großen Anteil bestehen, die Art und Weise, wie es gebaut wird, ist wahrscheinlich zu bedenken. Entwerfen und Bauen hat einen großen Einfluss an den ökologischen Fußabdruck der Architektur. Entweder durch CO2-Ausstoß während des gesamten Lebenszyklus des Bauwerks oder bei dem Ressourcenverbrauch oder Verlust von bioaktiven Fläche. Architekturschaffenden Architekten, die sich oft an Kostenoptimierung durch standardisierte Technologien konzentrieren, haben am Ende nur begrenzten Einfluss auf den ökologischen Fußabdruck des Gebäudes. Wenn sie den gesamten Bauprozess im Hinblick hatten, Umwelt- und materialbewusst zu planen, könnte dies eine positive Veränderung bewirken. Die Studierenden bekommen in der Lernveranstaltung die Gelegenheit, am sogenannten Design to Build teilzunehmen, um die entworfenen Pavillons einheimisch zu realisieren und bauen. Hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Architektur soll der Fokus auf dem Einsatz ultraleichten Baukonstruktionen und neuen Baumaterialien liegen. Die Kombination von beiden wird zu einem begrenzten Materialeinsatz gleich geringeren CO2-Ausstoß führen. Basierend auf unseren bisherigen Forschungen und Erkenntnissen von IBK2 möchten wir die Studierenden ermutigen, mit pneumatischen Strukturen und neuen biobasierten Baumaterialien wie zum Beispiel Mycelium, eine Pilzart, zu arbeiten. Im Laufe des Semesters werden wir euch die beiden Konstruktionstechniken vorstellen. Unser Ziel ist auch, dass wir zusammen mit euch in unser neu eingerichtete FUMA Lab, eine Forschungshalle in Filderstadt, arbeiten, wo wir Werkzeuge haben und Fläche haben, um mit diesen verschiedenen Materialien zu arbeiten und größere Prototypen von dem Pavillon zu bauen. Ja, sehr gut. Also das merkt man schon. Wir bringen unterschiedliche Schwerpunkte mit, die sich aber, glaube ich, ganz wunderbar ergänzen mit diesem Ansatz, dann eben nicht einfach das Temporäre im Bauen zu betonen, sondern eben diese Idee des wandelbaren Bauens und Ereignisses ins Zentrum zu stellen, das aber eben sozusagen geleitet wird von den Fragen zur Nachhaltigkeit, auch zur Frage der Kolonialgeschichte im Stadtgarten und so weiter und eben auch zu ja, Problemen, die mit dieser Art von Bauen einhergehen, mit Gentrifizierungsprozessen und Ähnlichem, was wir kritisch beleuchten möchten. Und vielleicht abschließend noch mal kurz das Gesamtteam dieses Entwurfs ist relativ groß, also der Betreuung. Da werden selbstverständlich auch Professor Stefan Trübi vom IGMA und Professor Martin Ostermann vom IBK2 mit euch dabei sein, werden das mitleiten. Neben uns dreien sind noch weitere TeilnehmerInnen, unter anderem Johannes Staub vom IBK2 punktuell mit dabei.
Und das heißt, wir haben ein sehr gutes Betreuungsverhältnis dieses Semester. Und das bringt uns gleich auch zu unserem nächsten Teil des Projekts. Das ist das Seminar Pavilionism, the Temporary Eternal. Das wird geleitet von Philipp Krüppe gemeinsam mit mir, ist aber integraler Bestandteil des ganzen Projekts und auch direkt verbunden mit dem Entwurf. Es ist ein Blog-Seminar, findet an drei Terminen statt. 24.25.10., 21. und 22.11.2022 und auch 12. bis 14.12.2022, an dem wir eine Exkursion nach Berlin machen wollen. Und das Blog-Seminar, wie gesagt, ist eine Pflichtveranstaltung für Entwurfsteilnehmerinnen, für andere Interessierte offen auf Bewerbung. Die Details findet ihr im Beschrieb. Es gibt eine Deadline bis zum 13.10. für ein Motivationsschreiben. Und wir werden eine kleine Anzahl von Teilnehmerinnen zusätzlich aufnehmen können ins Seminar. Gut, und ich würde Philipp gerne das Wort geben für die Einleitung zum inhaltlichen Teil des Seminars. Ja, vielen Dank, Sandra. Also das Seminar mit dem Titel Pavilionism, the Temporary Eternal, ja, dient so ein bisschen so als theoretisches Fundament vielleicht auch von dem Entwurf. Das ist ja etwas, was wir am IGMA sehr gerne machen, dass wir sozusagen diese beiden Aspekte irgendwie versuchen abzudecken und uns so ein bisschen auf so einem Grat bewegen, ne? Also zwischen Theorie und Praxis und das ist natürlich jetzt in dem Fall ganz besonders schön, dass wir eben beide Aspekte auch mit sehr guten Leuten abdecken können, die ja, ihren Input dazugeben werden und ihre Kompetenz. Und Leo hat es ja schon gesagt, also wir denken, dass wir glauben an das Potenzial von Pavillons oder vielleicht auch diesen Begriff Pavillonism. Denn natürlich ging es damals so in den 60er Jahren um Ermächtigung, es ging um so eine Art von Emanzipation, es ging um eine Konsolidierung von Anti-Institutionen und da hat sich diese Art von Architektur natürlich sehr gut angeboten. Und man kann aber natürlich auch ganz klar eine, ja, eine Entwicklungslinie ziehen, dass es immer mehr zu so einer Art von, ja, Leo, du hast den Begriff auch genannt, Festivalisierung kam. Das kann man auf verschiedene Arten begründen, aber man könnte jetzt vielleicht mal so als eine These feststellen, dass es auf jeden Fall, ja, dass der Neoliberalismus oder der Kapitalismus vielleicht diese progressiven Ideen, die damals geherrscht haben, absorbiert hat, wie er das eben gerne macht. Und wir werden verschiedene, ja, Begriffe, Fragestellungen verhandeln. Es wird also um den Begriff Institution und Anti-Institution gehen. Es wird um Gentrifizierungsprozesse gehen. Es wird um die Frage nach Design-Bild gehen. Auch da sozusagen die Potenziale, aber vielleicht auch eine Kritik wollen wir formulieren. Es wird auch sehr wichtig um Migration gehen. Es wird um dekoloniale Anliegen gehen, denn gerade ja, bei dem Thema Pavillon gibt es eine koloniale Dimension, und die soll natürlich verhandelt werden, auch sehr konkret in Stuttgart. Dort gab es so eine Art von Völkerschauen Anfang des 20. Jahrhunderts und die hat natürlich in Pavillons stattgefunden und deswegen muss das natürlich ganz besonders kritisch ja, analysiert werden. Wir werden, Stadtgarten, oder? ja, was meinst du? Und im Stadtgarten Was haben habe ich gesagt? diese Schauen haben tatsächlich im Stadtgarten stattgefunden. Ja, habe ich Stadtgarten gesagt? Nee, habe ich das nicht gesagt? Ja, das schneiden wir jetzt auch nicht raus. Gut. Ja, und was werden wir so machen? Also es wird den ersten Block geben, der findet in der zweiten Woche vom Semester statt, 24. und 25. Es wird Vorträge sowohl intern geben von uns, von IGMA-MitarbeiterInnen und auch von euch, Piotr. Wir werden am zweiten Tag auch ein paar Gäste haben, die ja, von extern kommen, wo wir uns sehr drüber freuen. Das Programm werden wir dann auch zeitnah noch veröffentlichen. Und das wird so eine Art Workshop-Situation sein, aber auch durch Vorträge geprägt. Also da geht es erstmal darum, so relativ viel Wissen zu generieren.
Inhalte auf den Tisch zu legen. Und die werden dann im Grunde ab dem zweiten Workshop oder auch schon so als Aufgabe hin zum zweiten Workshop dann ausgearbeitet oder ja, analysiert. Es geht eben konkret im zweiten Workshop darum, dass wir so Best-Worst-Practice-Beispiele erarbeiten wollen. Wir werden, obwohl wir eigentlich ja ein Theorieseminar sind, nicht nur textlich arbeiten und vor allem nicht in erster Linie eigentlich textlich, sondern wir wollen vor allem auch mit dem Format Video arbeiten. Da haben wir uns ja schon ein bisschen Kompetenz angeeignet, die wir gerne an euch weitergeben wollen. Und das wird auch das Medium der Wahl sein, um im zweiten Workshop dann Ergebnisse zu erzeugen. Dann wird es im Dezember die Exkursion geben und dann Anfang Januar dann auch die Abgabe von dem Seminar, damit ihr dann euch noch ganz konzentrieren könnt auf den Entwurf. So viel erstmal zum Seminar, oder? Genau, ich führe nur noch ganz klein bisschen aus. Also Philipp hat ja schon den Großteil erklärt. Die Exkursion, die findet Montag bis Mittwoch statt, was es euch erlaubt, wenn ihr möchtet, auch schon 2 Tage vorher nach Berlin zu reisen. Wir werden da verschiedene Orte besuchen, aber auch PraktikerInnen und mit denen Gespräche führen, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen für den Entwurf und auch ja, Probleme bereits im Vorfeld auszumachen, auf die wir stoßen könnten und ähnliche Dinge, wenn wir dort angehen. Genau, vielleicht noch ganz kurz zur Abgabeleistung im Seminar. Das hat einen direkten Zusammenhang mit dem Entwurf. Und zwar werdet ihr eine Art Entwurf in Textform mit Zeichnungen, also so noch eine Vorstufe des finalen Entwurfs machen. Wie gesagt, das ist schon Anfang Januar. Das heißt, es ist dann auch keine Doppelung für die Leute, die im Entwurf sind. Das ist die Seminarabgabeleistung. Das gilt auch für alle anderen, die mitmachen. Also theoretisch, wenn euer Projekt dermaßen toll und überzeugend ist und ihr seid nicht im Entwurf, ist es trotzdem möglich, dass es dann ausgewählt wird für eine Umsetzung. Das möchten wir hier nochmal betonen. Also kommt alle motiviert ins Seminar und euch stehen alle Türen offen fürs zweite Semester. Ja, ich wollte noch etwas über die Leistungen für Entwurf sagen. Die werden dann definiert auf Basis der gewählten drei Konzepte. Wir wissen noch nicht, was das sein wird. Also ist das ein Performance-Pavillon, Möbel oder eine landschaftliche Aktion? Das müssen wir sehen und dann werden wir die Leistungen definieren. Aber wir möchten euch bitten, dass ihr durch den Entwurfsprozess möglicherweise mit Modellen in großem Maßstab arbeitet. Also baut bitte ihre Konzepte oder das können auch zum Beispiel Visualisierungen sein, aber die sollen also so gut sein, dass wir überzeugt werden können. Gut, genau. Also wie gesagt, das ist ein großes Projekt. Da geht es eben nicht nur darum, uns zu überzeugen, sondern auch noch ganz viele externe Stakeholders, böses Wort, aber externe Akteurinnen, die mitwirken. Das sind Leute von verschiedenen Ämtern dabei, die wir auch überzeugen müssen mit unseren Projekten. Von auch Stellen wie Ämtern und genau, das wird auch ein interessanter Prozess, mal in diese Strukturen reinzusehen, wie es ist, wenn man wirklich was hier vor Ort umsetzen möchte in einem Standort wie dem Stadtgarten, der ganz kompliziert ist, was die Eigentümerschaft und Verantwortlichkeit anbelangt. Gleichzeitig ist es in der direkten Nachbarschaft zum K1 und wir hoffen natürlich, dass unser Gesamtprojekt und unsere kollektive Arbeit mit euch zusammen eben dann auch eine Art Aufwertung bringt für den Studienalltag im nächsten Jahr. Dann vielen Dank. Das war's, oder? Ja, genau, wir freuen uns auf euch. Ja. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen kurz mein Seminar, das ich im Wintersemester 2022-2023 halten werde, vorstellen. Das Seminar trägt den Titel Collage City, Bricolage
und klassische Utopie. Im Zentrum des Seminars soll der Begriff der klassischen Utopie stehen. Insgesamt geht das Thema zurück auf ein Buch von Colin Rowe und Fred Kötter aus dem Jahr 1979. Was aber ist die klassische Utopie in der Architektur? Eine Utopie ist von ihrem Wortsinn her ein Nichtort. Also der Ort, der als Ideal niemals erreicht werden kann, der also als Muster oder Paradigma dem Denken und die Handeln vorgibt. Utopien sind, so kann gefolgert werden, deshalb eine notwendige Grundlage jeden Handelns und damit auch des architektonischen Entwerfens. Wenn Alberti die These postuliert, dass der Staat als großes Haus und das Haus als kleiner Staat vorgestellt werden könne, so unterliegen beide Konstruktionen den gleichen Prinzipien und werden von den gleichen einflussgebenden Faktoren bestimmt. Es gibt eine Konstruktion des Staates, so Alberti, die sich als Idealbild in der Architektur widerspiegelt, so wie es eine Architektur geben muss, die in einer Verbindung zu einem idealen Staatsgebilde besteht. Architektur besitzt eine eminent politische Funktion bei Alberti, denn sie vermag durch ihre Gegenwart Menschen zu beeinflussen, Gefühle zu wecken oder Werte darzustellen. Eine klassische Utopie, so wie sie sich Alberti dachte, kann Architektur, wie sie dann bei Colin Rowe und Fred Kötter in Color City dargestellt wird, eine kontemplative Wirkung bei ihren Rezipienten entfalten und dadurch eine pädagogische Wirkung ausüben. Architektur der klassischen Utopie ist deshalb nicht nur Darstellung eines imaginären, fernen, humanistischen Programms, sondern die verkörpert zugleich einen ethischen Anspruch und kann quasi auch heute noch als richtig postuliert werden. Die imaginierte Stadt wird zum Ort der Muse und der Bildung und einer Politik, in der Arbeit noch nicht als entfremdet erfahren wird. Die klassische Utopie ist die Architektur des schönen, ruhigen Seins. Sie ist verantwortlich für eine Form der Städte, die wir auch heute noch bewundern. Diese klassische Utopie, so scheint es, ist für zeitgenössische Architekten derzeit kein Thema mehr. Sie scheint verloren. Dabei haben sich die Wünsche und Sehnsüchte der Menschen an Architektur in den letzten Jahrhunderten nur wenig verändert. Tatsächlich aber wurde die Architektur als Kunstform verstanden, als reine Kunstform, die starke Emotionen darstellen soll, oder sie wurde vereinfacht als kunstferne Disziplin begriffen, die einen unterkühlten Zweckrationalismus verfolgt. Die Utopie der klassischen Moderne verwandelte sich in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts zu einem Glauben an Science Fiction oder bei Superstudio in das Modell eines Gartens der Lüste, der durch keinerlei Machtstrukturen begrenzt, in auf einem digitalen Tableau seinen Nutzern alles ermöglichen kann. Die Zeit utopischer Ansätze in der Architektur scheint vorbei zu sein, da hinter ihren ganzheitlichen Ansätzen immer eine falsche Vereinfachung und Inszenierung vermutet werden muss. Stattdessen wird die Stadt bei Colin Rowe und Fred Kötter zum Ort, an dem eine Wiedereroberung der Zeit stattfinden soll. Im Seminar werden wir die Notwendigkeit utopischer Ansätze, zu denen die klassische Utopie und die klassische Moderne gehören, kritisch reflektieren und auf ihre Tragfähigkeit im 21. Jahrhundert prüfen.